Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Ellengrad Projekt. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und ja, ihr seht schon, ich bin ausgerüstet. Und in der heutigen Folge wollen wir nämlich gucken, dass wir unser Feld hier wieder angepflanzt bekommen. Dafür habe ich mich in mein Feld gesetzt und habe hier die Pöttinger Seemaschine angehangen. Und damit werden wir jetzt dieses Feld anpflanzen. Und ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war. Wir werden es aber, wir werden es testen. Denn ich könnte mir vorstellen, wir werden schon ein ganzes Weilchen dafür brauchen. Diesmal würde ich aber sagen, werden wir kein Weizen, auch kein Gerste, sondern ich glaube Sojabohnen mal anpflanzen. Sojabohnen kriegen wir echt viel für. Aber Raps ist auch nicht schlecht. Wir starten aber erstmal mit Sojabohnen. So, würde ich sagen. Achso, da muss ich beide irgendwie, warte mal, was ist denn was? Seemaschine. Ah, und Kreiselecke, okay. Gut, dann können wir ja jetzt rein theoretisch starten, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Dann starten wir mal rein und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus, Freunde. Wir müssen hier jetzt natürlich auch ein bisschen was, ja, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, denn ich glaube dadurch, ja, das wird, denke ich mal, ganz cool werden, wenn wir jetzt hier erstmal Sojabohnen drauf bekommen. Wir müssen halt nur noch mal gucken, dass wir vielleicht dann noch mal düngen. Und danach werden wir auf jeden Fall auch noch mal Missionen machen, um auch ein bisschen Geld wieder dazu zu verdienen, ne? Das bleibt ja nicht aus. So, jetzt habe ich einmal kurz nicht aufgepasst. Und schon haben wir das Malheur. So sieht's aus. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange wir hierfür brauchen. Ich glaube, es könnte tatsächlich schneller gehen, als wir uns das gerade vielleicht ausdenken oder denken wollen. Wir werden einfach sehen. Wir werden es sehen, Freunde. Das Gute ist ja, wir haben ja aktuell keinen Stress, ne? Wir haben ja keinen Stress. So, ich fahre hier einfach wieder rein, oder? Ja, auf geht's. Hier einfach die nächste Dings wieder rein und weiter geht's. Was wir haben, haben wir. Dann machen wir da so kleine Abteile draus, sage ich jetzt mal. Bevor wir jetzt jedes Mal hin und her eiern müssen. Das ist ja auch Quatsch. Was halt natürlich jetzt ganz geil wäre, wenn wir GPS drin hätten, ne? Das wäre halt schon ganz, ganz cool. Aber das kostet halt auch wieder 15.000, glaube ich, um das in den Trecker nachrüsten zu lassen. Und ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wenn wir, wenn man jetzt als Landwirt auf dem Feld ist, hat man natürlich auch nicht immer die größten Geräte, um das am schnellsten zu machen. Und deswegen ist das schon okay, so wie es ist. Ja, ist halt so, ne? Würde ich sagen. Aber Freunde, erstmal auch willkommen in der 50. Folge hier schon wieder, ne? Krass, schon wieder 50 Folgen von der Ellengrad gemacht. Heftig. Das ist schon echt, echt anders wild. Das muss ich ja mal sagen. 50 Folgen hier schon wieder abgedreht, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt geht das hier hier weiter. So, ich glaube, wenn wir jetzt immer mit dem Rad auf der Spur bleiben, dann sollte das auch aufklappen. Mal gucken, wie viel. Oh, 95% haben wir noch. Das ist doch ganz ordentlich. Huch, hier mal aufgepasst. Aufgepasst. So. Aber ich glaube, natürlich haben wir jetzt noch nicht so die große Fläche, beziehungsweise die größten Geräte, um das halt eigentlich alles ausführen zu können, ne? Aber ich muss sagen, wir machen einfach das Beste draus. Und ja, auch wenn wir jetzt viel natürlich auch Tiere haben und den ganzen Kram, ich weiß, eigentlich ist es noch nicht so sonderlich an der Zeit, jetzt schon mit Ackerbetrieb durchzustarten. Aber
Ich hab da Bock drauf, auch wenn ich jetzt nicht das Säen und so geil finde, ja, aber alles andere nachher ernten, verkaufen und so, das ist halt schon cool. Und gerade deswegen ist es schon ganz geil, das zu machen. Jetzt überlege ich gerade. Nee, egal, wir fahren hier jetzt weiter. Fahren hier jetzt erstmal weiter rein. So. Guck mal, die vierte Bahn haben wir schon. Das wird natürlich auch echt eine Weile dauern, ne? Aber es ist halt geil. Und ich meine, es ist eine coole Maschine, ne? Muss ich sagen. Also die gefällt mir schon echt gut. Die gefällt mir schon echt gut. Irgendwann werden wir die natürlich auch eintauschen, ist ja ganz klar. Aber erstmal kommen wir doch ganz gut mit der auch zurecht hier. Das passt schon. Das passt schon. Aber für den Anfang ist das schon gar nicht schlecht, ne? So sieht das aus, Freunde. Aber mich freut es endlich mal auch wieder hier am Start zu sein, spielen zu können und so, weil ich mache das ja im Moment immer so, dass ich halt am Wochenende immer aufnehme für die gesamte Woche dann halt. Damit ich dann nicht so viel Stress habe und damit auch in der Woche halt auch zumindest die Videos kommen, ne? Und dann ist es natürlich so, dass ich unter der Woche dann halt meistens gar nicht am Schreibtisch hier sitze, weil ich A, auch einfach dann zu kaputt bin und auch gar keinen Bock mehr habe, irgendwas zu machen. Deswegen ist es schon immer ganz gut, dass ich die vorbereitet habe, die ganzen Sachen. Aber ja, so funktioniert das halt. Na, dass zumindest dann halt die Folgen auch kommen und so. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Finde ich, ne? Weil wir haben ja auch noch ein Ziel und das wollen wir dieses Jahr natürlich noch erreichen. Und das ist natürlich wieder back zur YouTube-Partnerschaft ganz gerne. Deswegen natürlich immer gerne die Videos von Anfang bis Ende schauen, damit wir da auf jeden Fall das letzte Kriterium noch treffen, um dann wieder drin zu sein. So. Huch. Aber ich bin ja ein bisschen weit rausgekommen, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Oh, doch, hier muss ich noch mal. Hier muss ich nochmal ein ganz kleines Stückchen korrigieren. So. Na, so sieht das dann halt aus. Aber wir sind schon echt gut dabei, muss ich sagen. Sind echt gut dabei. Und ja, wenn ihr euch Spiele kaufen wollt, wie gesagt, denkt dran, gerne nutzt den Link unten in der Videobeschreibung. Entweder für alle LS-Teile und DLCs. Gerne den Link von Giants oder ansonsten für alle anderen dürft ihr dann gerne den Instant Gaming Link benutzen. Da kriegt ihr dann natürlich auch alle anderen Games und ja, gleichzeitig unterstützt ihr mich dann halt noch ein bisschen. Das wäre halt ganz cool. Und damit macht ihr es halt möglich, auch wieder Gewinnspiele dass auch wieder Gewinnspiele stattfinden können. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann nutzt gerne die Links, kauft ein und gönnt auf jeden Fall, ja? So sieht das aus, Freunde. Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ihr zahlt dafür ja auch nicht mehr oder so, sondern im Gegenteil, ihr ja, spart ja förmlich dabei und tut gleichzeitig noch eine gute Tat, indem ihr den Content Creator gleichzeitig und parallel unterstützt. Ja, also ich sag mal so, einen kleineren Streifen hätten wir schon fast gleich geschafft. Ich glaube, die Rundumleuchten brauchen wir auf dem Feld ja nicht, ne? Die nerven mich da gerade so ein bisschen. Ich glaube schon, ja, so jetzt nicht die Hälfte, aber schon ganz knapp davor. Bin mal gespannt, ob wir mit dem gesamten Bunker hier von der Seemaschine das Feld komplett hinbekommen. Das wäre natürlich schon ganz geil. Ich mache mal die Zeit auf 1, nicht, dass das hier gleich schon am Wachsen ist oder so.
Das wäre natürlich nicht so toll. Da haben wir jetzt einen kleinen Streifen stehen gelassen. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Erstmal müssen wir jetzt hier klarkommen. Ne? Und wichtig ist natürlich auch, dass wir dann halt nachher nochmal die ein oder anderen Missionen machen. Damit wir halt auch ganz einfach, damit wir auch einfach wieder ein bisschen Kohle bekommen, ne? Weil bis jetzt haben wir ja noch nicht gedüngt oder so, ne? Das müssen wir ja eigentlich auch nochmal machen. Dass wir hier halt auch noch düngen. Und ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel Dünger über oder Güllemist für das gesamte Feld. Das ist halt so das Ding, ne? Das ist halt so das Ding. Aber wir machen das Beste draus. Und ich sag mal, ne, wenn man jetzt in Real Life raus aufs Feld fährt und das anpflanzt, dann glaube ich, ist das ein ähnlicher Prozess, ne? Beziehungsweise dauert auch ähnlich lange, weil, ich sag mal ganz klar, nicht jeder Bauer hat die größten Maschinen mit der meisten Arbeitsbreite, sondern da hat man vielleicht auch das eine oder andere größere Feld und aber auch eine kleinere Sämaschine oder eine kleinere Drille. Und deswegen ist das halt auch mal ganz in Ordnung so. Wir hätten vielleicht vorher mal hier ein bisschen Vorgewende machen sollen. Aber passt schon irgendwie so auch. So. Aber wir haben jetzt gleich schon hier den Streifen fast weg, ne? Das ist schon echt gar nicht schlecht, so fürs Erste. Fürs Erste noch zweimal, glaube ich. Dann haben wir es. Und dann haben wir nur noch da unten das Stück. Ja, Sojabohnen laufen, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn wir die dann auch voll gedüngt haben, dass wir dann auf jeden Fall auch einen echt guten Ertrag bekommen. Da bin ich echt gespannt, dass wir das dann auch ordentlich verkaufen können. Und wir haben ja natürlich auch noch die Pellets-Paletten. Da müssen wir nachher natürlich auch nochmal gucken, weil ich glaube, da ist jetzt mich aktuell ein bisschen Stau, weil das Fließband da relativ voll gepackt ist jetzt. Das heißt, da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir nicht uns nochmal so einen Autoload-Anhänger besorgen, um den ganzen Kram zu verkaufen. Das müssen wir auch nochmal uns anschauen. Aber das machen wir, nachdem wir hier mit dem Thema durch sind. So. Nächste Bahn, weiter geht's. Das ist ganz geil, ey. Auch wenn mir Anpflanzen eigentlich nicht so Spaß bringt. Aber ich finde, mit der Drille ist es schon wieder ein bisschen anders. Weil man natürlich den direkten Dings hat, ne, weil die hinten dran hängt, als wenn man eine hat, die noch eine eigene Lenkung, Achse oder was hat, die dann halt ein bisschen anstrengender sind, aber die hier geht voll klar, muss ich sagen. Und ich wusste gar nicht, dass Pöttinger jetzt überhaupt so viel rein in Seetechnik und so geht. Ich kenne Pöttinger immer nur von Gras arbeiten. Aber ich glaube, das ist einfach das Neue jetzt, ne? Auch durch das Alpine-DLC. Und ich glaube, Pöttinger hat da auch eine neue Strategie. Um halt nicht nur Grastechnik oder so herzustellen, sondern jetzt halt auch vielleicht noch ein bisschen auch in die Richtung Feldarbeit und weiß nicht, was sie noch machen. Ladewagen auf jeden Fall noch. Nächste Runde. Bam, bam. Ja, wir sind aber gut dabei, Freunde. Wir sind sehr gut dabei. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Perfekt, ey. Richtig nice.
Very nice. So sieht das aus, Freunde. Jetzt werden wir hier gleich erstmal nochmal schnell, würde ich sagen, die eine Bahn zurückfahren. Dann haben wir nämlich den Streifen weg und dann haben wir noch ein bisschen, ich glaube ein bisschen mehr noch als die Hälfte, aber nicht mehr wirklich viel. Dann könnten wir, wenn wir Glück haben und wenn wir durchziehen, in der nächsten Folge tatsächlich schon mit dem Thema durch sein. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, das dauert echt wesentlich länger. Gerade weil wir nur so eine geringe Arbeitsbreite natürlich auch haben. Aber ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Denkt bitte auch mal dran, in der Videobeschreibung die Links abzuchecken. Und ja, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr neu am Start seid. Und ansonsten schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht mit dem LS19 Ellengrad-Projekt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habe ich aber Glück gehabt, dass da jetzt erst jetzt die Bahn kommt, weil gerade hing ich da noch ein bisschen drin. Aber wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen und morgen wieder einschalten, wenn es hier weitergeht im LS19 Ellengrad-Projekt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.